Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man Kindersöckchen waschen kann. Diese Kindersöckchen sind aus Baumwolle, daher passen sie super zu unserer Buntwäsche, wie ihr seht. Wir werden sie mit zur Buntwäsche geben, einfach rein damit. Und der Affe winkt uns noch zu. So, jetzt schauen wir in unsere Trommel rein und sehen, dass sie gut gefüllt ist. Wir haben nur noch sehr wenig Platz. Ein bisschen Platz sollte immer sein, damit die Wäsche sich besser bewegen kann. Aber ihr könnt sie richtig gut vollpacken, wie ihr wollt. Kein Problem. Wenn alles drin ist, Schluken schließen und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir zur richtigen Waschmittelwahl. Wir haben heute das Color Gel hier für dunkle Wäsche, also für Color Wasch. Gang brauchen wir, weil es dunkle Wäsche ist. Dazu werden wir noch einen Weichspüler benutzen. Das macht die Wäsche schön weich und es riecht angenehm duftend. Okay, bei Flüssigwaschmittel schauen wir auf die Rückseite und sehen dort eine Tabelle. Da haben wir den Härtegrad der Wäsche. Das könnt ihr erfragen bei euren Stadtwerken. Bei uns ist weiches Wasser angesagt. Dann hier drüben seht ihr leicht, mittel und stark verschmutzte Wäsche. Das heißt, in unserem Fall werden wir den Mittelwert wählen und eine Verschlusskappe voll benutzen. Das sind 73 Milliliter circa. Gesagt, getan. Wir drehen die Verschlusskappe ab und füllen uns einmal das Gel in ein Gefäß, also in den Deckel. So, einmal schön voll machen. Wupp! Sau gut. Jetzt kommen wir links von der Waschmaschine, gibt es dieses Fach, das ziehen wir uns raus. Da ist eine römische 1, eine römische 2 und in der Mitte kommt der Weichspüler rein. Das heißt, wir gehen jetzt auf die römische 2 und kippen da unser Waschmittel rein. Achtet darauf, dass es nur da reinkommt. Ihr könnt das natürlich auch in die Waschtrommel direkt mit reingeben. Aber bei uns hat das bis jetzt immer gut hier funktioniert. Kommen wir zum Weichspüler. So. Den öffnen wir auch und haben auch eine Verschlusskappe. Das sollte auch draufstehen, wie viel man dort nehmen sollte. Wir haben extra weich, das ist ein 1,5. Traumhaft weich, es ist 27 Milliliter. Wir nehmen auch wieder den Mittelwert. Wir nehmen einen vollen Messbecher. Ja. So, den packen wir jetzt in die Mitte hinein. Ihr könnt natürlich auch mehr reinpacken, nur achtet darauf, dass ihr nicht über die maximale Füllmenge kommt. Das solltet ihr noch beachten. Und Vorwäsche machen wir nicht. Daher machen wir jetzt zu und kommen gleich zu den Einstellungen. Achtet, bevor ihr startet, darauf, dass Wasser aufgedreht ist. So, achtet darauf, rechts rum ist zu. Links rum ist auf, ergo schaut immer danach, dass es nach links gedreht ist und Wasser in die Maschine kommen kann. Das ist wichtig, ansonsten würde der Waschvorgang nicht funktionieren. Kommen wir zur Einstellung der Maschine. Wir machen als erstes die Maschine an und dann schauen wir hier drüben, ist Kochbuntwäsche. So, wir nehmen jetzt 60 Grad Kochbuntwäsche. In unserem Fall ist es halt die Buntwäsche 60 Grad. Die Schleudereinheit sollte 1200 betragen, wie auch schon eingestellt. Das ist eine gute Auswahl. Und wenn ihr diese Wäsche öfters wascht, das heißt, wenn sie nicht so verschmutzt ist, dann könnt ihr sogar auf schnelle Wäsche gehen. Das reduziert ein bisschen die Zeit des Waschgangs und damit auch ein bisschen Kohle weniger. Okay, jetzt können wir starten und damit geht's los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sutsun!